Hallo und herzlich willkommen. Ich habe zu meinem letzten Video Stichwort Krisen von einer Leserin meines Blogs, Zuschauerin des Videos, wie sagt man dazu, eine Frage erhalten und die Frage möchte ich gern beantworten. Hallo Herr Lemke, schreibt sie. In Ihrem Video zu Krisen sagen Sie, eine Krise sei keine Strafe dafür, dass man etwas falsch gemacht hat. Derzeit befinden wir uns ja in der Finanzkrise. Seit Jahren wurde von einigen Experten schon gewarnt, dass es so nicht weitergehen kann. Sind Sie wirklich der Ansicht, dass hier nichts falsch gemacht wurde? Können Sie mir dazu etwas sagen? Man muss natürlich eins beachten, wir kommen hier von einer Betrachtungsweise, die ich für das Individuum als nützlich halte, zur gesellschaftlichen Ebene. Aber das lässt sich genauso übertragen. Genau genommen weiß ich nicht, ob eine Krise eine Strafe ist oder nicht. Wenn ich allerdings annehme, eine Krise wäre eine Strafe für etwas, was man falsch gemacht hat, dann käme ich sofort zu weiteren Fragen. Dann wäre die Frage, wer straft, warum, nach welchen Regeln? Und es entwickelt sich eine Glaubensdiskussion oder vielleicht ein Kampf um Wahrheiten. Für meinen Eindruck etwas, was nicht weiterführt, was Energie bindet, was Kraft bindet, was aber nicht weiterführt. Wenn ich die Sichtweise anbiete, dass eine Krise keine Strafe ist, dann ist meine Erfahrung bei meinen Klienten, dass die Energie wiederkommt. Also wenn ich sage, eine Krise ist eine Aufforderung, ab jetzt was zu ändern, dann geht die Aufmerksamkeit wieder ins Hier und Jetzt oder in die Zukunft. Da ist dann die Frage, wohin soll die Änderung geschehen? Dann ist also wieder die Kraft und die Energie da, die für meinen Eindruck auch in der Krise gebraucht werden. Das heißt, ich weiß nicht wirklich, ob eine Krise eine Strafe ist. Ich kann diejenigen, die mir zum Strafen einfallen würden, also ein Gott oder das Leben, die kann ich nicht gut genug erkennen, um zu wissen, strafen die jetzt oder strafen die nicht. Und da ich nicht weiß, ob sie eine Strafe ist oder nicht, entschließe ich mich für die Ansicht, die für mich und meine Klienten, für meinen Eindruck förderlicher sind. Und das ist die, anzunehmen, eine Krise wäre keine Strafe. Nun zur Finanzkrise. In der Regel sind wir Menschen ambivalent. Wenn wir etwas tun wollen, will das ein Teil von uns. Und es gibt auch noch einen anderen Teil, der zweifelt. Es gibt einen, der sagt, um Gottes Willen, schau mal deine alten Erfahrungen an. Letztendlich, was wir tun oder ob wir es dann tun, hängt davon ab, wie ist die Quersumme der Meinungen. Und das ist gesamtgesellschaftlich gesehen natürlich genauso. Also wenn wir jetzt den Zoom aufziehen und schauen uns die deutsche Gesellschaft als Gesamtes an, dann haben wir auch da verschiedene Meinungen, dann haben wir da Ambivalenzen. Wohin sich die Gesellschaft als Ganzes bewegt, hängt davon ab, wie ist die Quersumme der Meinungen. Und da bringt es eben jetzt wenig, wenn das eine Individuum zum anderen sagt, ja, hättest du mal früher auf mich gehört, dann hätten wir uns schon weiterentwickelt, dann wären wir an einer anderen Stelle. Dann könnte man demjenigen genauso vorwerfen, ja, hättest du mal deine Meinung früher stärker vertreten, hättest du dich attraktiver gemacht, dann wäre vielleicht das gesamtgesellschaftliche Gleichgewicht eher in diese Richtung gekippt. Aber da sind wir wieder in der Vergangenheit und sind nicht an der Stelle, um die es jetzt geht und haben nicht die Kraft hier, wo wir sie zur Veränderung nutzen können. Wobei meine Frage ohnehin ist, sind wir denn schon beim ersten Schritt aus der Krise? Sie wissen, der erste Schritt aus der Krise ist anzuerkennen, ich bin in einer Krise. Das heißt, mit dem, was ich bisher habe, komme ich nicht weiter. Also ich komme nicht nur den Weg nicht weiter, sondern auch die Lösungsstrategien, die ich bisher hatte, helfen mir nicht mehr. Ich muss nach was Neuem suchen. Und da bin ich mir unsicher, ob das jetzt im Juni 2011 gesamtgesellschaftlich schon so gesehen wird. Ich erlebe noch viel, dass die gefragt werden, die immer gefragt wurden, dass auf Politiker geschimpft wird, weil die es falsch machen oder auf die geguckt wird, dass die Vertreter von großen Konzernen eingeladen werden, ihre Meinung kundzutun. Und es könnte sein, genau das sind alte Lösungsstrategien, die uns in Zukunft nicht weiterhelfen. Also die Frage ist, sind wir wirklich schon an diesem Punkt? Erkennen wir als Gesamtgesellschaft wirklich schon an? Gestehen wir uns das ein, so geht es nicht weiter? Oder haben wir als Gesamtgesellschaft schon noch den Eindruck, naja, irgendwie kommen wir mit dem, was wir zur Verfügung haben, schon durch? So richtig fundamental ändern müssen wir uns nicht.
Zu Ihrer Frage, ist da nicht viel falsch gelaufen? Ich glaube nicht, dass nach bisherigen Maßstäben, also nach dem bisherigen gesellschaftlichen Konsens, so viel falsch gelaufen ist. Die Prioritäten, die wir bisher hatten, dazu gehört eben einfach auch wirtschaftliches Wachstum ohne Ende, da sind wir, glaube ich, nicht so schlecht. Und ich glaube, wenn man in der Zukunft was ändern will, gehört es dazu, das auch zu würdigen. Also zu sagen, unter den Bedingungen, die wir bisher hatten und mit den Zielen, die wir bisher hatten, sind wir eigentlich gut vorangekommen. Also werden wir auch in Zukunft vorankommen. Ich glaube, da entwickeln wir mehr Kraft, als wenn wir jetzt sagen, ach, da ist so viel falsch gelaufen. Unter den bisherigen Gesichtspunkten, nach den bisherigen Anforderungen, ist ziemlich viel richtig gelaufen und da sind wir gar nicht so schlecht. Wenn wir jetzt merken, es geht nicht mehr weiter, dann müssen wir uns neue Ziele suchen, dann müssen wir uns neue Maßstäbe suchen. Aber das gelingt uns besser, wenn wir alle gemeinsam danach suchen. Und wenn wir jetzt nicht in so einen innergesellschaftlichen Kampf verfallen, dass die, die sagen, wir haben es ja schon früher gewusst, hättet ihr noch auf uns gehört, jetzt beleidigt sind, weil die anderen jetzt endlich auf ihre Seite kommen, sondern wenn wir einfach gemeinsam vorangehen können. Das heißt also, ja, es gab schon immer warnende Experten, das sind so diese innergesellschaftlichen Ambivalenzen. Und es kann sein, dass sich das Gleichgewicht verschiebt, also dass wir als Gesamtgesellschaft anerkennen, so geht es nicht mehr weiter, vielleicht auch als gesamte Weltgesellschaft. Und dann müssen wir nach was Neuem suchen. Dann kommt natürlich die chaotische Phase, wo so Lösungen auftauchen, die nicht lange gelten. Na, da muss man erstmal durch, das ist gar nicht so einfach. Und dann irgendwann sortiert sich's und irgendwann wird es zur Ruhe kommen. Gut ist, wenn die, die schon immer gewarnt haben, sich nicht auf Rechthaberei zurückziehen, sondern auch wirklich konstruktiv weiterhin dabei bleiben. Und sich eher freuen, dass es ihnen vielleicht früher noch nicht, aber eben jetzt gelungen ist, dass die anderen auf ihre Seite kommen. Und das übrigens trifft natürlich nicht nur aufs Individuum zu oder gesamtgesellschaftlich gesehen, sondern auch auf kleinere Organisationseinheiten, also auf Unternehmen, auf Vereine, dass es da diese ambivalenten Kräfte in der Regel gibt, also Leute, die schon immer auf Erneuerung aus waren. Und wenn dann eine Krise kommt und dann geht es um Erneuerung, dann ist es sinnvoll, gemeinsam zu gucken, was ist jetzt notwendig und wo wollen wir in Zukunft hin? Und innerhalb der Organisation nicht so diesen Kampf anzufangen. Das ist durchaus auch ein großer Teil von Beratungsarbeit. Da zu gucken, dass die, die es schon immer gesagt haben, von den anderen genug gewürdigt werden, dass sie auch dabei bleiben können. Und dass die anderen, die also sich erst später in eine neue Richtung wenden, auch gewürdigt werden von denen, die schon immer das Neue wollten. Das zusammenzubringen, damit die Energien gebündelt werden können und zur Verfügung stehen für die Veränderung in die Zukunft. Ich hoffe, ich habe Ihre Frage soweit beantwortet. Schauen Sie mal wieder vorbei auf meinem Blog unter www.t-h-l.de. Bis mal wieder. Aus Dresden, Ihr Thomas Halemke.